Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Wir gehen zu Lido Sirena, weil wir wollen dort 100 Münzen sammeln. Um den 100 Münzenschein zu kriegen. Und zwar wählen wir die Mission Mario Morgana checkt ein, weil da gibt es 100 Münzen, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Gerade vorhin. Da habe ich auch, bei Lido Sirena ist es ziemlich schwer. Da hat es wirklich nur 100 Münzen. Da muss man wirklich jede einzelne sammeln. Ich glaube, hier hat es schon eine, die ich nicht verpassen sollte. Eins, zwei. Noch welche? Ja, da. Hier ist doch noch eine blaue, glaube ich, drin, oder? Nee, nicht. Nichts. Okay, dann hier die andere Seite. Darf man nicht verpassen, denn die sind wichtig hier, die draußen, weil die zählen, glaube ich, nicht dazu, zu den 100, die man im Hotel sammeln kann. Vielleicht noch hier oben. Wo ist sie? Hä, ich habe eine Münze gehört. Naja, ich gehe jetzt einfach mal rein. Wird schon reichen mit diesen 7, die ich bisher habe. Oh, Mario, das ist ein Stück im Fried. Bla bla bla. Okay. Hier gibt es wirklich nur 100 Münzen und dann muss man wirklich aufpassen, denn schon hier. Hier kriegt man welche. Zack. Hier kriegt man welche. Immer schön die Fackeln auslöschen. Oh, wie fies, die eine hat mir gar keine gegeben. Geh hier. Erstmal die Fackeln, die sind wichtig. Immer schön systematisch hier vorgehen, weil sonst hat man gerne mal eine Münze verpasst und dann muss man alles zurück. Okay, habe ich die hier? Nee, noch nicht. Die hier. Immer schön ganz ausblasen, mal gucken. Okay, dann nicht. Okay, hier hat es noch welche. Wir haben schon 19, nee, das geht ab. Dann gehen wir hier lang. Und dann gibt es hier hinten noch welche. Ich klau dir dein Trinkgeld. Tak, tak, so. Okay. Da drüben. Da, da. Da hat es eine. Da hat es eine. Da hat es eine. Da hat es eine. Ich glaube, ich habe jetzt hier alle, die man haben sollte, oder? Nochmal kurz gucken. Okay. Oh, Mario Morgana. Okay, dann gehen wir hier ins Mädchen-Toiletten-Dings. Da gibt es so eine Pflanze, da kann man spritzen. Und da gibt es eine Blaumünze. Okay, guckt euch mal an. Mario Morgana. Ich glaube, 30 sind alle, die wir hier brauchen. Gehen wir mal in den ersten Stock. Nehmen wir schon jedes Zimmer nach dem anderen durchsuchen, weil das ist wichtig. Okay, gehen wir direkt hier rein. Da gibt es sogar eine blaue Münze. Und immer schön hier die Lampen absprühen, weil die geben meistens eine Münze. Und hier diese Fake-Marios geben auch eine Münze. Schön gucken, dass ihr die habt. Nee, doch nicht. Okay, dann gehen wir ins zweite Zimmer rein. Da gibt es wieder 3 Münzen und einen Mario. Mal gucken. Die Lampe gibt uns nichts. Das ist eine Arschlochlampe. Und du gibst uns auch eine Münze. Tack. Hier gibt es für jeden. Für jede Kiste gibt es hier eine Münze. Und sogar hier gibt es sogar eine blaue Münze. Cool. Komm. Oh, Maschine ist viel zu lange. Okay, dann haben wir schon die Hälfte. Geht ja rasant hier. Wie viel Zeit haben wir schon? Oh, erst 3 Minuten. Schon die Hälfte, ey. Wir sind ganz schön schnell. Okay, oh mein Gott. Nee, geh weg. Ich muss dich töten. Töten. So, zack. Haben wir die? In den nächsten Raum. Hat es ja welche? Nee, ich glaube nicht. Oh, cool. Hier kann man rückwärts. Der Grund, wozu man die Mario Morgana Mission wählen sollte, ist, dass einfach alle Türen hier offen sind. Das macht das Ganze ein bisschen einfach. Ich glaube nicht, dass in anderen Missionen das mehr Münzen hat. Guckt euch das an, ich hab's umgekehrt gemacht. Haha, geh auf los. Zack. So. Okay, dann speziell die Lampe hier. Gib dir ins nächste Arschlochlampe. Okay, hier ist noch so ein Mario, Fake Mario. Du kriegst mich nicht. Und 2 Münzen. Okay. Gehen wir hier durch. Oh, was war das? Oh mein Gott! Hier, Münze. Ich glaube, ich habe was verpasst. Ich glaube, ich habe eine blaue Münze verpasst. Die muss ich kurz nachgucken gehen. Das war hier, oder? Nee. Nee, da war es. Moment, jetzt bin ich schon total verwirrt. Nee, da war ich schon. Hier? Nee. Irgendwo. Oder im zweiten Stock vielleicht erst. Nee, das war im zweiten Stock, genau. Okay, wo war ich jetzt noch nicht? Ich glaube, hier drüben.
Habe ich hier die... Immer schön Double-Check. Damit man keine verpasst. Das ist nämlich wichtig. Gehen wir hier hoch. Denn hier sollten noch ziemlich viele auf uns warten. Okay, oh mein Gott. Geh weg. Gehen wir erstmal hier durch. Zack. Stirb. So. Hier. Gib mir eine Münze. Gib mir eine Münze. Okay, dann nicht, Arschloch. Scheiß Lampe. Ich hasse dich. Und hier ist noch einer. Boom. Zack. Komm. Hier gibt es ganz viele Münzen. Kann man auch das Wasser nachfüllen. Aber habe ich ja nicht. Okay, 72. Ich glaube, wir sind ganz gut drin. Jetzt gehen wir mal hier durch. Hier hat es noch... Wow, stirb. Zack. Hier hat es noch ganz schön viele Lampen. Und hier sollte eine blaue... Ja, genau. Eine blaue drin sein. Zurück fortfahren. Gehen wir hier rüber rein. Gibt es hier was? Nee, ich glaube nicht. Yay, Betten springen. Gehen wir später da hoch zum Keller, Dachboden. Okay, was ist hier? Irgendwas? Münze? Nee. Oh, hier gibt es voll wenig Münzen. Okay, hier hat es noch ganz viele. Okay, komm, wo bist du? Wo ist der Gegner? Da, der Geist. Boom, stirb. Gib mir eine Münze. So, gehen wir hier durch. Boom. Da. Ganz gut. Okay, gibt es hier noch eine Lampe? Nee. Okay, dann glaube ich, müssen wir jetzt schon hoch. Oder war ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Aber hier gibt es auch nichts. Okay, hier ist das Zimmer, was ich dachte. Ja, kriegt man eine blaue Münze, wenn man das Gemälde anspritzt. Okay, fortfahren. Dann müssen wir jetzt hoch zum Dachboden, weil da gab es noch die letzten Münzen. Ich glaube, wir haben alle bis jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe mal. Okay, super. Die Musik hier ist so cool. Ich könnte mal so zeigen, wie das aussieht, wenn... Ich komme damit nicht nach. Wie wenn Mario so läuft, ey, das ist ja... Okay, das ist noch eine blaue Münze, habe ich gerade gesehen. Wollen wir uns die holen? Das spart uns ein bisschen Zeit später, wenn wir hier die blauen Münzen sammeln. Oder auch nicht, wenn ich dann 1000 Jahre nach der letzten suche, weil ich nicht weiß, welche ich schon habe und welche nicht. Gehen wir hier lang. Guckt euch das an, ey, das sieht voll krank aus. Ich glaube, das haben die meisten noch nie so gesehen. Okay, zack, zack, zack. Ja, das 4 Münzen. Okay, jetzt noch. Oh, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube, ich hoffe mal. Jetzt muss ich ja die ganze Zeit noch hin und her laufen. Okay, da hat es noch 4. Dann sollte es... Doch, ich glaube, das sollte noch... Ich glaube, es sollte sogar mehr als 100 sein. Okay, komm. Da, der gibt mir noch eine blaue Münze. Ja, wo bist du? Ah, da. Komm, komm, bleib hier. So, zack, blaue Münze. Danke. Ja, das sind... Oh, es sind sogar mehr als 100 Münzen, oder? Ja, hier 6 und danach da 4 noch. Okay, gut, das sollte reichen. Und wir sind auch erst bei 7 Minuten. Ey, cool. Da drüben hat es noch... Oh, cool. Seht ihr, mehr als 100. Ja, draußen die Dinge, die Lampen habe ich, die Fackeln da. Husch, oh mein Gott, was ist das denn für eine Ansicht, ey. Das gibt's doch nicht. Guckt euch das an, ey. Ja, wo ist denn, jetzt erscheinen? Ich weiß es nicht, das sieht man so nicht. Okay. Können wir hier durchbrechen? Bäm. Ganz nach unten ist er, glaube ich, gelandet. Ja, da ist er. Okay, das ist der 93. Schein. Ich bedanke mich fürs Schauen. Das war's für heute. Es war ziemlich kurz und das war schön. Ich bedanke mich fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.